Ja, das Mikro ist an. Guten Morgen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zur dritten Erzählung. Gestern Abend gab es, glaube ich, einen sehr interessanten Abend hier. Es wurde debattiert über das Buch von Ralf Füchs, Freiheit verteidigen. In der Debatte mit der Journalistin Miriam Lau wurde über die Frage debattiert, was ist Populismus, was vereint die populistischen Bewegungen derzeit in Europa und in den USA und wie können wir da gegensteuern. Im zweiten Teil des Abends wurde sich dann beschäftigt mit den sogenannten Rust Belts, also den Abgehängten in der US-amerikanischen Gesellschaft, den ökonomisch Abgehängten oder vom Abstieg bedrohten Schichten. Auch da die Frage, wie gelingt die ökonomische und soziale Transformation, sodass aus ihr neue Formen der Teilhabe und der Sicherheit entstehen. Schauen wir auf den heutigen Tag, den heutigen Vormittag, durch den ich Sie führen darf, den ich moderieren darf. Wir werden zunächst heute diskutieren über das Verhältnis von innerer Sicherheit und demokratischer Freiheit in Zeiten neuer Bedrohungen und danach auf einer Podiumsdiskussion darüber debattieren, wie die Strategien aussehen könnten gegen Demokratieverdrossenheit und Rechtspopulismus. Und ich darf für das erste Gespräch jetzt ganz herzlich begrüßen Bettina Gauss von der TAZ. Und bitte Sie natürlich um Applaus, danke. Und Till Steffen, grüner Justizsenator in der Freien und Hansestadt Hamburg. Ja. Ja, wir erleben Zeiten, gerade jetzt aktuell in Großbritannien, Zeiten des islamistischen Terrors, des Rechtsterrorismus andererseits. Wir erleben eine Gesellschaft, in der Angst und Verunsicherung zunimmt und in der die Rufe zunehmen nach mehr Überwachung, nach mehr Sicherheit. Die Fragen der inneren Sicherheit, die stehen derzeit auf der politischen Agenda ganz weit oben und über das grüne Verhältnis und die grüne Einstellung zum Thema Sicherheit wollen wir jetzt diskutieren. Bettina Gauss, ganz grundsätzlich, wie kann man reagieren, wie sollte man reagieren auf dieses gesellschaftliche wachsende Bedürfnis nach Sicherheit? Also eine ganz allgemeine Antwort kann und will ich da nicht geben, weil ich fände es auch ziemlich erschreckend, wenn alle auf zur selben Antwort kämen. Das würde mich deutlich an den sogenannten gesunden Menschenverstand erinnern, der ja dann doch sehr dicht der Nachbar oder der gute Freund des Populismus ist. Wie die Grünen reagieren sollten, kann ich auch nicht sagen. Ich bin nicht die Beraterin der Grünen. Ich denke nur, die Grünen haben bei dem Thema halt ein strukturelles Problem. Es ist ihnen immer um ein größtmögliches Maß an Freiheit gegangen. In Zeiten, in denen der Anteil der Bevölkerung wächst, die teilweise sehr verständlich und teilweise sehr hysterisch in steigendem Maße Angst haben, bleibt den Grünen kaum was anderes übrig, als immer nachzuvollziehen. Also Vorschläge anderer Parteien, denen dabei von der Mehrheit der Bevölkerung die größere Kernkompetenz zugebilligt wird, entweder abzulehnen oder halb zuzustimmen oder ganz zuzustimmen. Das heißt, es fällt ihnen schwer, nach meinem Eindruck, ein eigenes Bild von innerer Sicherheit zu entwerfen. Und ich sehe auch nicht, wie die Partei da rauskommen will. Till Steffen, gebe ich gleich an Sie weiter. Die Grünen standen lange für eine Freiheit vor dem Staat auch. Und nun sind Sie grüner Justizsenator und sind verantwortlich dafür, für Sicherheit zu sorgen. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Sicherheitsbedürfnis und Freiheitsrechten beantworten? Also ich glaube, man kann keiner Bürgerin und keinem Bürger gegenübertreten und im Hinblick auf reale Sicherheitsgefahren, die ganz konkret vorliegen, sagen, ja, damit musst du eben leben, die Freiheit geht vor. Ich denke, da müssen Grüne auch sehr konkrete Antworten finden und sagen, ja, was tun wir, um uns mit diesen Sicherheitsfragen auseinanderzusetzen? Was eine ganz wichtige Rolle für Grüne ist,
ist eben, sich genau damit auseinanderzusetzen, was gar keine reale Sicherheitsbedrohung ist. Wir wissen ja, dass wir eine zurückgehende Kriminalitätsbelastung in vielen Bereichen haben. Das wissen wir. Und deswegen gibt es natürlich auch gar keinen Anlass in weiten Bereichen, wo man irgendwie sich was ausdenken könnte an weiteren Sicherheitsmaßnahmen, jetzt noch eine Scheibe oben drauf zu legen. Da muss die grüne Rolle sein, zu sagen, nein, das objektive Problem ist in Wahrheit ein ganz anderes. Und da kann man auch sehen, also ganz spannend heute, Süddeutsche, wo zum Beispiel die Frage diskutiert wird, wo gibt es denn eigentlich ein Auseinanderfallen zwischen Strafanzeigen und tatsächlichen Verurteilungen, wo bleibt also was übrig? Meistens ist es ja so, wenn eine Strafanzeige erstattet wird, hat die Straftat stattgefunden, aber der Täter kann nicht überführt werden. Dann sehen wir zum Beispiel Thema Sexualstrafrecht. Da haben Grüne ganz konkret gesagt, ja, da müssen wir auch was in den rechtlichen Voraussetzungen ändern, um dann auch dazu kommen zu können, dass dort Verurteilungen stattfinden können. Also eine ganz praktische Frage, wo wir sagen, ja, da gibt es ein Problem, dazu gibt es aber auch eine Lösung. Wir Grüne haben das durchgesetzt. Das ist aus meiner Sicht eine gute Rollenbeschreibung für das, was Grüne leisten müssen in dieser Sicherheitsdebatte. Darf ich von Frau Gauss das nochmal an Sie weitergeben, die Frage, ob die Grünen nicht einem Diskurs von Bedürfnis nach Sicherheit hinterherlaufen, sagen wir mal gehorsam hinterherlaufen und eben nicht diesen Kontrapunkt einnehmen, den Sie ganz am Anfang, aber auch nur im ersten Satz angesprochen haben. Also ich glaube, dass die Frage ist ja, wie wird der Diskurs in Wahrheit geführt? Und der Diskurs wird ja häufig, also wird in den letzten zwei Jahren ja gar nicht anhand von ganz konkreten Sicherheitsproblemen geführt, sondern aus einer ganz unglücklichen Vermischung. Und an der Stelle ist es natürlich schwer, dem entgegenzutreten, weil natürlich Grüne, und das ist ja auch Teil der Diskussion, die wir an vielen Stellen geführt haben, den Bezug zu den Leuten nicht in dem Maße haben, die diesen Vorurteilen so stark erliegen. Also, ich will sagen, wir hatten nach der Öffnung der Grenzen vor einem Dreivierteljahr hatten wir erstmal eine Situation, große Zustimmung zu Hilfe für Flüchtlinge. Und dann gab es erstmal eine kritische Diskussion, kriegen wir das logistisch hin? Das war erstmal auch gar keine Sicherheitsdebatte, sondern das war wirklich die Frage, kriegen wir das organisiert und kann das eigentlich funktionieren? Sind Kommunen überfordert? Da ging es um Schulturnhallen, die belegt werden müssen, sodass Unterricht nicht stattfinden konnte. Ist objektiv ein Problem, aber kein Sicherheitsproblem. So. Dann kam tatsächlich Thema Silvesternacht, wo man sagen muss, ja, das war ein ganz fürchterlich aus dem Ruder gelaufener Polizeieinsatz. Das darf einer Landesregierung dann im Ergebnis auch nicht passieren und einer Polizei nicht passieren, dass eine Sicherheitslage so massiv falsch eingeschätzt wird. Und dann verbanden sich in den Köpfen dieses Thema Zustrom von sehr vielen Menschen mit, hier gibt es Einzelne, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten wollen, zu einem Gesamtproblem von, da kommen ganz viele Kriminelle. Da sind wir ja gar nicht einem Diskurs ausgesetzt gewesen, dem man rational begegnen kann, wo ich auch behaupten würde, an dem Diskurs waren die Grünen gar nicht beteiligt. Also nicht mal abwehrend. Das ist das eigentliche Problem an der Stelle, dass wir im Grunde nicht mal konfrontiert wurden mit, wir haben wachsende Einbruchszahlen, da muss jetzt mal was passieren, wir brauchen, weiß ich nicht, Vorratsdatenspeicherung wegen Einbrecher, da könnte man irgendwie mit unseren Strukturen und unseren Argumentationsmustern reagieren. Aber diesen Diskurs, das wollen wir alles nicht, weil da kommen eh nur Kriminelle. Ja, an dem waren wir in Wahrheit nicht beteiligt. Und deswegen ist dieses klassische Muster, was Sie beschrieben haben, was wir zu den Schröder-Fischer-Zeiten hatten, nach 9/11 hatten, was uns Chili immer sozusagen uns immer getrieben hat, an der Stelle sind wir gar nicht. Mhm. Mögen Sie darauf antworten? Naja, an der Stelle sind Sie aus meiner Sicht zum Teil durchaus. Denn die Debatte um innere Sicherheit wird ja immer hoch emotionalisiert geführt. Und zwar von allen Beteiligten. Natürlich ist es richtig, das ist, sehen Sie es mir nach, das ist geradezu banal, dass man sich mit realen Bedrohungen auseinandersetzen muss. Ich wäre einigermaßen erschüttert, wenn ein leibhaftiger Justizsenator was anderes sagen würde. Aber die Frage ist, welche Antwort man auf welche Bedrohung gibt. Denn Einigkeit, natürlich kann man nicht sagen, ja, damit müsst ihr leben mit der Bedrohung. Das reicht nicht. Aber dass sich nicht jede Form von Kriminalität und Terror durch noch so starke Einschränkungen wird verhindern lassen. Darüber herrscht ja auch Konsens bei den Grünen. Und ich fand zum Beispiel schon, wenn ich auf den emotionalen Punkt komme, symptomatisch und zugleich abstoßend, ich benutze dieses wirklich sehr starke Wort, die Reaktion auf die Frage, nicht etwa Äußerung, Frage von Simone Peters nach dem letzten Einsatz der Kölner Polizei, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt worden sei dabei und ob möglicherweise rassisches Profiling, Racial Profiling vorgenommen wurde.
Nur diese Frage zu stellen, hat zu einer Kampagne geführt in bestimmten Medien, Bildzeitung vorneweg, die für mich was von Hexenjagd hatte. Und Simone Peters wurde dermaßen im Regen stehen gelassen. Dabei finde ich, man kann ja zum Ergebnis kommen, der Einsatz war verhältnismäßig. Aber die Frage danach nicht mehr stellen zu dürfen und das dann, ich glaube, außer Volker Beck, nee, nicht mal der, also jedenfalls insgesamt flächendeckend das Spitzenpersonal der Grünen getan hat, als sei sie völlig wirr durch dieses Interview getrabt und als sei das die falscheste aller überhaupt nur vorstellbaren Fragen, da habe ich gedacht, okay, die Grünen lassen sich wirklich treiben und sind bei der Befassung mit dem Thema innere Sicherheit überwiegend angstbestimmt. Das fand ich eine richtig unangenehme Situation. Lassen Sie sich treiben. Sind Sie angstbestimmt als Grüne beim Thema innere Sicherheit? Haben Sie das Gefühl, wir müssen da was übererfüllen, gerade weil wir eben von unserer Geschichte als Partei aus einer anderen Richtung kommen? Also ich glaube, dass man jetzt schon eine Situation hat, also ich habe mir den Entwurf des Bundestagswahlprogramms angesehen, finde, da ist tatsächlich eine Überreaktion auf bestimmte Kritik auch abzulesen. Also der Teil, der sich mit Sicherheit beschäftigt, mit der Sicherheitspolitik, da steht zwar in der Überschrift Freiheit drin, aber das Wort Freiheit taucht dann im Kapitel noch genau einmal auf und zwar eigentlich eher in einer Negation. Das kann nicht so bleiben, wie ich persönlich finde. Also da kann man in der Tat sagen, vielleicht sind wir hier zu defensiv geworden, weil in einem solchen Kapitel, wo wir uns mit den Aufgaben von staatlichen Überwachungsbehörden auseinandersetzen, wo wir positiv sagen, was ich richtig finde, das sagt doch der Entwurf, welche Rolle haben wir. Also haben diese Behörden, müssen wir auch sagen, wo sind die Grenzen, wo ist dann auch Freiheit vom Staat, wo müssen wir dafür sorgen, dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger dann nicht der Überwachung ausgesetzt sind. Das kommt mir in diesem Entwurf zu kurz. Ich würde allerdings nicht von dieser Reaktion auf die Äußerung von Simone Peter da tatsächlich unmittelbar rückschließen, weil der entscheidende Punkt ist ja in der öffentlichen Kommunikation. Darf ich fragen, wie Sie die Reaktion fanden? Ich fand die Reaktion in der Sache richtig, in der Sache richtig. Ich finde, andere Parteien machen uns aber vor, wie man Leute, die eine falsche Äußerung machen, sanfter auffangen. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Deswegen fand ich sie menschlich problematisch in der Sache richtig. Ich habe an dem Tag ein längeres Interview mit ihr auf NDR Info gehört, wo sie sich versuchte zu rechtfertigen, wo ich dachte, das hilft einfach nicht, wenn man sich nicht vorher überlegt hat, worum geht es eigentlich an dieser Stelle und was ist eigentlich die Sachlage. Und das ist genau der Punkt, der so wichtig ist. Es reicht eben nicht aus, deswegen sagen sie, ja, es ist banal. Es reicht eben nicht aus zu sagen, wir Grüne sind im Zweifelsfall dafür, dass Leute nicht nach rassischen Profilen irgendwie kontrolliert werden. Ja, das sind wir immer. Das stimmt. Aber das ist ja eine Aussage, die kann man jeden Tag machen. Das kann ich irgendwie, Polizeiarbeit jeden Tag, kann ich jeden Tag machen, diese Aussage. Was aber nicht rüberkommt, ist, dass wir uns mit der Sachlage auseinandergesetzt hätten, mit der Frage auseinandergesetzt hätten, welche polizeilichen Maßnahmen sind bei dieser konkreten Sicherheitslage eigentlich erforderlich. Und da hat sie einfach Zweifel gesetzt und dieses längliche Interview, das ich im Nachhinein mit ihr gehört habe, haben diese Zweifel bestätigt, dass sie sich informiert hat, was war die Sachlage. Und das ist ein Problem. Und so können wir Grüne, so verspielen wir in der Tat Kredit, weil wir müssen deutlich machen, ja, wir sind ganz konkret. Nicht nur allgemein, ja, es braucht auch Polizei, sondern wir sind ganz konkret bereit, in der Lage zu sagen, ja, dann braucht es auch einen massiven Polizeieinsatz, weil wir natürlich bestimmte Schutzgüter, Menschen, Eigentum schützen müssen. Und das ist eine Frage, vor der wir in Hamburg ganz konkret stehen. G20, ganz konkreter Einsatz, Gewaltbarkeit der Demonstranten, wo ich sage, natürlich müssen wir die Einwohner des Schanzenviertels in Hamburg dafür schützen, dass ihr Viertel verwüstet wird. Natürlich müssen wir das tun. Ja, das wird sehr viel Polizei sein, die dafür erforderlich ist, weil sehr viele Leute angekündigt haben, dort gewaltbereit tätig zu sein. Aber das ist nicht, daraus kann nicht folgen, ja, Polizei muss auch manchmal tätig sein. Das ist einfach eine zu banale Aussage an der Stelle. Und diese Ernsthaftigkeit, die fehlt uns dann eben. Und jetzt ist das Pendel beim Bundesvorstand in die andere Richtung umgeschlagen, wo ich auch wieder sagen würde, nee, das ist jetzt auch nicht geprägt davon, dass man sehr genau in den konkreten fachlichen Diskussionen sich orientiert, sondern dass man einfach nur einen Eindruck vermeiden will. Und da müssen wir einfach besser werden in dem, was wir am Ende beschließen. Auf den Polizeieinsatz und die Vorbereitungen zum G20-Gipfel würde ich gleich noch kommen. Ich würde gerne aber Ihnen, Frau Gauß, die Frage stellen, nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und zu sagen, was tun wir denn mit denen, mit den Gegnern der offenen Gesellschaft, sei es der
islamistische Terror, den wir in Deutschland erlebt haben, leider vor Weihnachten, den wir jetzt in Großbritannien erleben, unter dem Frankreich und Belgien auch sehr gelitten haben. Was tun wir mit Menschen, die eben sexuell übergriffig werden dann auf öffentlichen Plätzen? Was tun wir gegen den Rechtsterrorismus? Muss die plurale Gesellschaft nicht wehrhafter werden und über das Thema Sicherheit in der Tat nachdenken, nämlich als Verteidigung von etwas, von Demokratie? Naja, also darüber denkt die liberale Gesellschaft oder die freie Gesellschaft ja seit Jahrzehnten nach, und da gibt es auch nicht eine Antwort auf jeden Faktor. Ich meine, eins muss man nun auch sagen, oder muss ich sagen, natürlich bin ich froh und dankbar, dass vielerorts es offenkundig gelungen ist, Terroranschläge zu verhindern durch Ermittlungsarbeit im Vorfeld. Also ich meine, ich will auch nicht die Polizei komplett aller Möglichkeiten berauben, Übergriffe Gewalttaten zu verhindern. Im Gegenteil. Nur der Begriff der inneren Sicherheit ist von den Grünen ja über einen langen Zeitraum hin größer und weiter gedacht worden als ausschließlich auf die ermittelnden Organisationen hin. Und das wird zwar noch gesagt, aber es findet nicht wirklich statt. Herr Steffen, Sie haben eben gesagt, naja, wenn in der Turnhalle kein Sport mehr stattfinden kann, ist das ein großes Problem, aber es ist kein Sicherheitsproblem. Ich glaube, dass das auf den ersten Blick stimmt, im zweiten, im Nachgang nicht mehr. Also dieser Gesamteindruck ist Infrastruktur. Jugendzentren werden geschlossen, Möglichkeiten, es findet ein Verdrängungswettbewerb statt. Unstreitig, dass das, als die Flüchtlinge kamen, völlig unvermeidlich war. Im Gegenteil, ich finde, die Kommunen haben in ihrer überwältigenden Mehrheit sehr, sehr gut reagiert. Natürlich mussten unter diesen Umständen Turnhallen besetzt werden. Aber trotzdem ist die Frage, wie ich Hardcore-Rechtsextremisten, die Anschläge auf Asylbewerberheime einfangen kann, wie die das ist ein sehr schwieriges Gebiet und sicherlich nicht damit, dass man ein Jugendzentrum wieder eröffnet. Aber wie man die Leute, die möglicherweise sich radikalisieren, irgendwie reintegrieren kann, wie Integration funktionieren kann, übrigens, das merken wir ja in diesen Tagen auch an einem Thema, das jetzt keine Rolle spielt, also einfach wie viele Parallelgesellschaften sich bilden, haben wir ja auch in der Erdogan-Debatte festgestellt. Das kommt mir beim Begriff innere Sicherheit gerade in der grünen Debatte deutlich zu kurz. Es findet eine Verkürzung auf ermittelnde Behörden statt und auf Exekutive statt, die ich für unzulässig halte. Darf ich da nochmal nachhaken? Wir haben es mit dem NSU-Rechtsterrorismus ja zu tun. Und nun hat das linksliberale Milieu lange eben diesen Begriff von Sicherheit, den Weichen, nenne ich ihn jetzt mal ein bisschen provokativ, angewendet. Und vielleicht haben wir auch da mit Folgen zu tun, die eben, wo man merkt, der greift nicht. Wenn wir jetzt auf das Thema Rechtsterrorismus schauen, wo wir vielleicht nur eine Spitze des Eisbergs erlebt haben, muss man da nicht einen anderen Sicherheitsbegriff anwenden und sagen, wir müssen mehr ermitteln, wir müssen mehr wissen, was in der Szene los ist. Die können nicht weiter über Jahre unbehelligt ihre Morde verüben. Naja, also es wäre ja schon mal hilfreich gewesen, erstens, wenn man die bestehenden Gesetze angewandt hätte und zweitens, wenn der Verfassungsschutz nicht Personenidentität hergestellt hätte zwischen überzeugten Rechtsextremisten, nicht etwa zwischen Abwandlungen von James Bond, der sich hineinschmuggelt in eine Organisation, sondern Leute, die sowohl auf der Payroll vom Verfassungsschutz standen als überzeugte Rechtsextremisten waren. Das könnte man ja mal tun, ohne besonders viel Gesetze zu verschärfen. Aber ich finde gerade die rechtsterroristische Szene ein gutes Beispiel. Da gibt es ja eine Menge in der Zivilgesellschaft, eine Menge Organisationen, die sich darum kümmern, Leute auch vom Rechtsextremismus zurückzuholen. Und da sind die Erfolge gar nicht so klein. Ich finde nur, dass die staatliche Unterstützung für genau diese Organisationen nicht hinreichend ist. Ich nenne als Beispiel Schule ohne Rassismus. Oder man könnte eine Menge Beispiele nennen und es kommen ja auch immer wieder Interviews und Gespräche mit Leuten, die sagten, früher war ich rechtsextrem, heute bin ich es nicht mehr. Und die auf die naheliegende Frage, wieso sind sie es heute nicht mehr, antworten, wer behilflich war, sie von diesem Weg runterzubringen. Natürlich dient dies der inneren Sicherheit, dass ich jemanden
der die Absicht hat, so viele Türken wie irgend möglich zu ermorden, dass ich den, wie gesagt, nicht mit einem netten Gespräch davon abbringen werde, ist auch klar. Aber es hat ja auch niemand je die Abschaffung der Polizei gefordert. Und auch die Grünen die Abschaffung des Verfassungsschutzes nur sehr kurz. Okay, danke für den Einwurf. Wir werden in der letzten 10 Viertelstunde auch noch das Publikum noch stärker mit einbeziehen, aber danke an der Stelle. Ich würde Ihren Approach gerne weitergeben an Till Steffen. Haben die Grünen Ihren einen erweiterten Begriff von Sicherheit aus den Augen verloren? Gehen Sie damit? Nee, überhaupt nicht. Also ich will ein ganz praktisches Beispiel sagen. Wir haben in der Diskussion um Salafismus natürlich viel diskutiert, schon seit mehreren Jahren. Jetzt haben wir in Hamburg im letzten Jahr im Senat eine Drucksache Salafismusbekämpfung auf den Weg gebracht und die beinhaltet genau das ganze Themenfeld. Der fängt an bei Jugendarbeit, bei Präventionsmaßnahmen in der Schule, also tatsächlich zu Lehrern zu helfen. Was ist, wenn mir jemand mit bestimmten Thesen entgegentritt? Wie kann ich da eigentlich reagieren? Was sind die Argumentationsmuster? Da geht es schon los. Es geht dann weiter Zusammenarbeit mit muslimischen Verbänden. Wie können wir denen helfen, tatsächlich Radikalisierungstendenzen entgegenzuwirken? Wie kann man Eltern helfen? Dafür gibt es Angebote, deren Kinder sich radikalisieren. Dann geht es natürlich um eine Stärkung von Staatsschutz und Verfassungsschutz. Wir haben zusätzliche Stellen bei der Staatsanwaltschaft, wir haben zusätzliche Stellen beim Oberlandesgericht, weil viele dieser Verfahren sind ja dann auch gleich Staatsschutzverfahren. Das ist die ganze Palette und auch vor dem Hintergrund des Londoner Anschlags interessant. Also ein Kleinkrimineller, der im Gefängnis sich zum Islam zuwendet und dort radikalisiert, auch Präventionsmaßnahmen im Gefängnis, auch das gehört dazu. Das fängt schlicht und einfach damit an, überhaupt Kommunikation herzustellen mit Leuten, die kein Deutsch können. Also das ist, klingt banal, ist aber etwas, was man natürlich deutlich verstärken muss, wenn man mit denen arbeiten will. Und dann, also sozusagen, da haben wir diese ganze Palette, ist also wirklich von der ganz frühen Prävention bis zu den repressiven Maßnahmen. Und ich bin auch der Meinung, und das finde ich ganz wichtig, das gilt auch für rechte Tendenzen. Auch die repressiven Maßnahmen haben ja eine präventive Wirkung, wenn man mit repressiven Maßnahmen schon frühzeitig einsetzt. Eine Debatte, wie wir beim Thema Hate Speech zum Beispiel führen, dass wir sagen, jemand, der im Internet Gewalt ankündigt und dadurch Straftaten begeht, muss natürlich auch bestraft werden. Das sind dann keine schweren Strafen, das sind dann vielleicht 30 oder 60 Tagessätze Geldstrafe. Aber es wird schon deutlich, der Staat guckt hin und reagiert, weil wir wissen, da gab es ja interessante Recherchen von Journalisten, die gesagt haben, die sich angeguckt haben, diejenigen, die mit Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime in Erscheinung getreten sind, sind die irgendwo schon mal vorher im Netz mit entsprechenden Äußerungen aufgefallen und haben gesagt, ja, fast alle. Also es ist eine Radikalisierung, die Hemmschwellen entsprechend senkt und deswegen müssen wir da genau hingucken. Eine ganz zentrale Aufgabe, wo ich dafür gesorgt habe, dass meine Staatsanwaltschaft hier interveniert und wo wir ja auch auf der Bundesebene dabei unterwegs sind, hier für rechtliche Möglichkeiten zu sorgen, um dem entgegenzutreten. Also deswegen würde ich sagen, der Präventionsbegriff ist nach wie vor präsent. Es ist aber wie so oft ist es natürlich so, dass gerade die Sachen, wo alle sagen, ja natürlich sind die Grünen für Prävention, ja deswegen ist das natürlich auch nicht spannend. Es ist viel spannender in der Tat, wenn entweder auf der einen Seite tatsächlich irgendwie den Grünen unterstellt werden kann, sie haben die Sachlage nicht verstanden. Oder aber, wenn dann auf der anderen Seite grüne Exponenten vielleicht irgendwie sagen, wir brauchen irgendwie viel mehr Kompetenzen für die Polizei und das mit den Flüchtlingen geht nicht. Wenn das mal einer sagt und der zufällig auch noch irgendwo Bürgermeister ist, dann kann das vielleicht auch... Von wem sprechen keine Sie? Keine Ahnung, das war jetzt ein beliebiges Beispiel. Dann hat das natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit, als wenn Grüne vielerorts tatsächlich diejenigen sind, die dann aus dem Etat ihrer Gemeinde noch was rausleiern für ein Präventionsprogramm gegen Rechtsextremismus. Sprechen die Grünen nur nicht genug von dem, was für sie vielleicht selbstverständlich ist? Oder gibt es da eine Veränderung, wo Sie sagen, die ja als politische Korrespondentin nun wirklich lange Jahre auch die Grünen beobachtet, wo Sie sagen, na, also ich erkenne die Grünen da nicht wieder? So weit würde ich nicht gehen, weil ein gewisses Maß an Opportunismus haben die Grünen auch schon länger gehabt. Also da erkenne ich sie wieder. Aber das war jetzt, okay, die Polemik okay. Habe ich mir gegönnt. Aber nein, es ist ja wahr. Das, was Sie eben gesagt haben, was für Hamburg gilt, dieser Versuch, gerade Lehrer
und Lehrerinnen mit einzubeziehen bei der Frage, wie geht man um, wenn man merkt, dass sich Schülerinnen und Schüler, vor allem Schüler, radikalisieren. Das ist ja wahr, dass das stattfindet in Hamburg. Wahr ist auch, dass es in Nordrhein-Westfalen ewig nicht stattgefunden hat, dass die Leute komplett allein gelassen worden sind. Ich habe gerade ich hatte darüber mit Lehrern geredet, die gesagt haben, ich habe mich an jede Stelle, die ich kannte, gewandt, und die haben alle gesagt, naja, also wenn da jemand, als allererstes haben sie die Schulleitung informiert, die Eltern heimgesucht des betreffenden Schülers und gesagt, ja, wenn wir fürchten müssen, da ist eine Straftat, dann werden wir sofort tätig. Sie hat gesagt, das ist eine wirklich vertrauensbildende Maßnahme innerhalb einer Klasse von 14-Jährigen. Wenn das die Art der kommt, deswegen machen sie es ja auch in Hamburg. Es gibt Sachen, wo ich dann, so schwer es mir fällt, auch sagen muss, ich bin erleichtert, dass die Grünen bei ihrer Position bleiben. Also den schlimmsten Vorschlag der letzten Wochen, der für mich öffentlich nicht breit genug erörtert worden ist, ist der Vorschlag, verdachtsunabhängig Zugriff auf Handydaten von Flüchtlingen gewinnen zu wollen. Es ist wahr, wenn man unter Hintanstellung der Grundrechte, je mehr man unter Hintanstellung der Grundrechte über irgendjemanden erfahren kann, nicht nur über Flüchtlinge, desto schöner ist es für ermittelnde Behörden. Und unter Umständen werden dann auch Straftaten verhindert. Aber ich meine, es ist ja so, dass, und da sind die Grünen Gott sei Dank tatsächlich prinzipientreu geblieben, es ist ja so, dass Grundrechte nie deshalb erfunden wurden, weil man gesagt hat, die haben gar keine negativen Auswirkungen, sondern in der Güterabwägung gesagt hat, hier geht das Grundrecht des Individuums vor dem Schutzbedürfnis der Gesellschaft. Und die Vorstellung, dass fundamentale Grundrechte für Flüchtlinge nicht mehr gelten sollten, finde ich wirklich obszön. Und insofern bin ich da dankbar, dass die Grünen Flagge zeigen. Sie könnten es für meinen Geschmack aber noch bei anderen Themen noch häufiger zeigen. Und die pauschale Äußerung, wir brauchen mehr Polizei, eine besser ausgestattete Polizei, da wünsche ich mir auch mehr Konkretion, weil das kommt mir so vor wie ein Surfen auf einer allgemeinen Stimmung. Ja, die Polizei, die hat man halt kaputt gespart, was in Teilen sicher richtig ist. Aber wo ich das konkret wissen will und nicht so wolkig, wie auch ich habe mir das Programm, das Bundestagswahlprogramm zur inneren Sicherheit angeguckt, das war wirklich an Gemeinplätzen schwer zu überbieten. Also ich glaube, allgemeine Handyüberwachung, da sind Sie beiden sich hier ganz einig. Das tut mir leid, ja. Nein, das ist gar nicht schlimm. Wir hatten das ja im Vorfeld schon. Ich darf an der Stelle ganz kurz erwähnen, Stefan Meyer, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, war eingeladen, hat abgesagt, und es war aus der Union auch kein anderer, der sich mit dem Thema innere Sicherheit heute hier in die Debatte einklinken wollte. Diese Information wollte ich Ihnen jetzt noch nachreichen. Bei dem Thema sind Sie sich einig. Bei dem Thema Überwachung zum Beispiel, öffentliche Plätze, Videoüberwachung, wie sieht es da aus? Das Verhältnis von, das Sie eben so schön definiert haben, von individuellen Freiheits- und Schutzrechten gegenüber dem Staat und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Das wird Sie vielleicht überraschen. Ich bin keine prinzipielle Gegnerin von Videoüberwachung, und das hat auch, Verzeihung, aber das hat mit individuellen Grundrechten erstmal gar nichts zu tun. Wenn ich weiß, wenn ich nachts in eine U-Bahn-Station gehe, hängt da eine Überwachungskamera, wird mir kein Grundrecht beschnitten. Das ist was anderes, als wenn mein Post- und Fernmeldegeheimnis verletzt wird. Es tut mir echt leid, aber da finde ich die Position der Grünen insgesamt vernünftig. Bei besonders gefährdeten, bei Plätzen, wo die Gefahr für Einzelne besonders hoch ist, eine Videoüberwachung zuzulassen, und eine flächendeckende Videoüberwachung, Klammer auf, wer soll denn die Videos übrigens auch angucken? Das ist ja auch nicht präventiv, sondern immer erst, wenn was passiert ist. Also dieser wunderbar populistische Vorschlag, Videoüberwachung auf Spielplätzen. Ja, wie hat man sich das vorzustellen, dass jemand da sitzt und den ganzen Tag guckt, ob jetzt was Böses auf dem Spielplatz passiert? Es wird halt erst dann, erleichtert die Ermittlungsarbeit nach einer Straftat, nicht vorher. Genau. Aber insofern, also das nicht fundamental und für alles abzulehnen, da muss ich auch ehrlichkeitshalber sagen, wenn ich nachts um 12:30 auf einen leeren U-Bahnhof komme, bin ich ganz dankbar, dass ich weiß, da werden Leute unter Umständen davon abgehalten, mir die Handtasche wegzureißen, weil sie wissen, es wird gefilmt. Wie denkt ein Justizsenator zum Thema
Überwachung dafür sorgen, dass öffentliche Plätze wie zum Beispiel Spielplätze, wie aber auch S-Bahnen, wie aber auch Plätze wie in Köln, der Hauptbahnhof, dass die so sind, dass Menschen, Frauen, Menschen, die aus verschiedenen Gründen Angst haben, vor Gewalt sich frei bewegen können. Wie sichern wir den öffentlichen Raum? Also zunächst mal teile ich nicht die Einschätzung, dass eine Videoüberwachung in der Bahn keinen Grundrechtseingriff darstellt, weil da natürlich auch viel Privatleben notgedrungen stattfindet. Also wenn ich mit meinen Kindern in der U-Bahn bin und einen Konflikt mit meinen Kindern habe und das wird alles auf Kamera aufgehalten, das kann schon ein Thema sein. Also würde ich sagen, bin ich vielleicht nicht ganz so unbefangen in der Auseinandersetzung, wie ich das vielleicht zu Hause wäre. Das ist aber dennoch sozusagen... Dennoch arbeitet Hamburg unter Umständen. Ja, genau, ja, ja, deswegen müssen wir überall zu Hause Kameras aufhängen. Jetzt muss ich aber doch mal nachhaken, dennoch ist in Hamburg auch in Ihrer Mitverantwortung, ja, weil Sie ja, in der Regierung sind, gibt es Videoüberwachung. Wir müssen in der Abwägung müssen wir sauber sein. Wir dürfen, Plätzen, ne? Nein, wir müssen in der Abwägung sauber sein. Wir dürfen nicht so tun, als wäre etwas kein Eingriff und würde nichts verloren gehen. Aber gleichwohl gibt es natürlich gute Gründe, bestimmte öffentliche Räume, die man eben auch passieren muss. Und da finde ich, ist ein wichtiger Unterschied zwischen einer Bahn und einer Bahnstation auf der einen Seite und beliebigen Straßen und Plätzen, wo man ja doch auch eine gewisse Bewegungsfreiheit hat und auch Ausweichmöglichkeiten hat, wo man sagen muss, okay, an den Stellen, wo das quasi zwangsläufig ist, da überwiegt dann auch das Interesse über eine solche Überwachung, das dann auch Sicherheit herzustellen, weil natürlich auch viele Leute dann wissen, ich werde hier überwacht und dementsprechend hat das einen abschreckenden Effekt. Das kann zu Teilen funktionieren. Aber wir haben ja Erfahrungen mit Videoüberwachung im öffentlichen Raum in Hamburg auf zwei Ebenen ganz interessant. Erstens haben wir es tatsächlich empirisch ausgewertet und haben festgestellt, es führt nicht unbedingt dazu, dass in den hochaggressionsbeladenen öffentlichen Raum wie der Reeperbahn etwa Straftaten zurückgehen, sondern es führt zu einem Verlagerungseffekt, wenn man da tatsächlich den breiteren Blick drauf wirft. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch erhebliche rechtliche Einschränkungen da bekommen haben, weil die Gerichte zu Recht gesagt haben, es kann nicht sein, dass eine dauerhafte Videoüberwachung auf einen Hauseingang gerichtet ist, weil natürlich dann ganz schnell mitgeschnitten werden kann, wie die Person, die dort wohnt, wie die Lebensgewohnheiten sind. Da lässt sich ja sehr, sehr viel draus ablesen. Wir haben einen anderen Weg gewählt, weil natürlich der Druck auch da ist, wegen bestimmter Themen mehr über Videoüberwachung zu machen. Und wir haben in der Koalition einen ganz simplen Kompromiss gemacht. Wir haben gesagt, wir sind gegen mehr stationäre Videoüberwachung. Aber wenn es konkrete Bedarfe gibt, dann kann es temporäre, üblicherweise mobile, aber manchmal auch temporäre Nutzung von stationären Anlagen, temporäre Videoüberwachung geben. Also zum Beispiel wäre nach der schrecklichen Silvesternacht im vorletzten Jahr wäre natürlich der Ruf da gewesen, die entsprechenden Bereiche bei uns Video zu überwachen. Haben wir auch gemacht, aber nur temporär. An der Silvesternacht, ja, da waren Videokameras und die haben das überwacht an der großen Freiheit und dadurch wäre gewährleistet gewesen, wenn es zu entsprechenden Übergriffen gekommen wäre, dass da auch eine Strafverfolgung möglich gewesen wäre. Und ähnlich haben wir im Hinblick auf andere Phänomene gearbeitet. Das ist auch unsere Einigung im Hinblick auf G20. Wenn da Videoüberwachung erforderlich ist, temporär ja, aber wir wollen verhindern, dass anlässlich solcher einzelnen Ereignisse, die dauerhafte Videoüberwachung ausgeweitet wird. Und das ist dann genau der Pragmatismus, den Grüne brauchen, um tatsächlich das entsprechend einzuschränken. Naja, aber ich bin vollkommen bei Ihnen, bei all dem, was Sie gesagt haben, aber es ist natürlich ein Pragmatismus, der in der Tat kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen ist. Sie sagen zu Recht, wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, das ist ja auch der Sinn von Koalitionen, sich auf was verständigen zu können. Nur dieses ist eine vernünftige Maßnahme, wo Sie insgesamt eine Mehrheit haben, die deutlich selbst über das linksliberale Lager hinausgeht. Ich glaube nach wie vor, wenn ich es, ich werte das jetzt ausnahmsweise mal nicht, aber wenn ich es mir angucke, die Grünen haben halt ein Problem mit einem umfassenden Begriff von innerer Sicherheit, damit kenntlich zu werden im Vergleich zu anderen Parteien, was in der Tat, da bin ich bei Ihnen, Sie haben recht, ich habe zu schnell weggewischt die Frage, wie lange die Grünen auch das Verbot des Verfassungsschutzes gefordert haben. Es gab in der Tat in den Gründerjahren eine klare Abwehrhaltung gegen alle staatlichen Organe wie Verfassungsschutz und Polizei. Davon wollte man sich nicht so vollständig verabschieden. Gleichzeitig hat man sich natürlich davon inzwischen politisch wie auch mit Äußerungen, Polizei muss besser ausgestattet werden, verabschiedet. Das ist aber bisher noch immer nicht in ein
großes Konzept zur inneren Sicherheit bei den Grünen, programmatisches Konzept, geronnen. Und ich finde es nach wie vor auch nicht erstaunlich. Kein Mensch wird die Grünen wegen der inneren Sicherheit wählen. Das Beste, was den Grünen passieren kann, ist, dass sie nicht trotz der inneren Sicherheit gewählt werden. So wie kein Mensch die Union wählen wird, weil sie so wahnsinnig tolle Sachen für den Klimaschutz macht. Das ist nicht das, wo Wählerinnen und Wählern die Kernkompetenz zugeschrieben wird. Und ich finde, das merkt man den nicht mal Konzepten, sondern so den einzelnen Punkten, die manchmal etwas unverbunden sind, dessen, was die Grünen zur inneren Sicherheit zu sagen haben, an. Finde ich einen sehr interessanten Punkt, und dann würde ich gerne noch einen Zacken weiter zuspitzen. Sie haben eben den G20-Gipfel, die Vorbereitung selber ins Spiel gebracht und haben über Videoüberwachung in dem Zusammenhang gesprochen. Sie planen ja noch ganz andere Sachen in der Mitverantwortung als grüner Justizsenator in Hamburg. Es wird gerade gebaut mit 3 Millionen, ne? 3 Millionen Euro, ein riesengroßer Gefängnistrakt, der nennt sich ein vorübergehendes Gefängnis, Gefangenen-Sammelstelle GESA, 12.000 Quadratmeter mit vielen Einzelsammelzellen etc. Ist das was, wo die Grünen eigentlich am Ende ihre eigene Handschrift verloren haben werden in der Regierungsmitverantwortung? Also es kann kein Zögern geben für uns an der Frage, dass wir darauf vorbereitet sind, wenn anlässlich des G20-Gipfels schwere Straftaten begangen werden, dann werden die Sicherheitsorgane in Hamburg handlungsfähig sein, und die Grünen unterstützen das, und zwar sowohl politisch als auch tatsächlich in meiner Ressortverantwortung. Das muss gewährleistet sein. Also nun sagen Kritiker, die sagen, sie sperren die Leute im Vorfeld da schon weg, sie ziehen die vorzeitig ab und werden die da erstmal vorübergehend festsetzen. Sie wollen eigentlich diesen Protest mit aller Macht verhindern. Also das halte ich für ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also tatsächlich wird es so sein, dass wenn jemand Straftaten begeht, dann muss es natürlich möglich sein, auch eine größere Zahl von Leuten, die sich dazu entschließen, zu inhaftieren und auch einem Untersuchungsrichter zuzuführen. Das gewährleisten wir. Was übersehen wird bei dieser ganzen Situation, ist, dass das, was wir seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich schon seit über 100 Jahren am gleichen Ort jeden Tag, 7 Tage die Woche machen, nämlich eine Untersuchungshaft mit angeschlossenem, also mit direkt verbundenem Strafgericht zu unterhalten, dass wir das anlässlich des G20-Gipfels für ungefähr 5 Tage am gegebenen Ort nicht machen können, weil der Gipfel genau gegenüber tagt und wir 2 unserer Zufahrten verlieren. Das ist das ganz praktische Problem, weswegen wir neu bauen müssen. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und deswegen müssen wir für diese Zeit tatsächlich diese zusätzlichen Möglichkeiten schaffen. Wichtig war uns, dass wir nicht an irgendeinem dezentralen Ort eine Gefangenensammelstelle, die ja von der Polizei betrieben wird, haben und die Leute dann da Stunden um Stunden sitzen, bis sie dem Richter zugeführt werden, sondern das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dort dann auch direkt Richter vor Ort sind, sodass sehr zügig entschieden werden kann, ob die Feststellung, die die Polizei getroffen hat, zutreffen und ob eine weitere Inhaftierung überhaupt gerechtfertigt ist. Das ist der zentrale Punkt, dass man dann natürlich auch sehr schnell klärt, ob das überhaupt rechtlich geboten ist, die entsprechende Inhaftierung. Das kann ja sowohl Untersuchungshaft sein, als auch in Gewahrsamnahmen. Gibt es in jedem Landesrecht für entsprechende Situationen. Und das ist der entscheidende Punkt, der ja auch häufig bei Demonstrationslagen ansonsten nicht gewährleistet ist. Die Leute werden durch die Polizei vorläufig in Polizeihaft genommen, um dann später in Untersuchungshaft genommen zu werden. Und dann dauert das so lange, bis sie endlich einem Richter zugeführt werden, dass dann schon allein in der Zwischenzeit weiterer Protest nicht stattfinden kann. Und das ist das, was uns ganz wichtig ist, dass wir sagen, wenn jemand da 3 Tage vorher aufgefallen ist, muss schnell entschieden werden, ob das jetzt gerechtfertigt ist, weiter zu inhaftieren. Und dafür schaffen wir die Voraussetzungen. Ich will gar nicht so auf das ganz konkrete, politische, auch kleinteilige agieren, was Sie dort machen, sondern die Frage oder das Statement von Frau Gauß nochmal aufnehmen. Sind die Grünen damit an einem Punkt, wenn man sie so hört, in Vorbereitung auf den G20-Gipfel, wo man sagt, was ist denn daran noch grün, grüne Erzählung? Was ist denn daran nicht Union, ganz normale Sicherheitspolitik, wie sie eben angekommen in der Ununterscheidbarkeit der Parteien? Also, wenn es
ganz konkret wird im Verwaltungshandeln, ich meine, das geht jedem Minister in jedem Bereich so, da ist ein Landwirtschaftsminister, der irgendwie sich mit der Hühnerpest auseinandersetzen muss, macht die gleichen Sachen, der, ob man Grüner ist oder von der Union. Das ist natürlich sowieso so, weil die gesetzlichen Regelungen sind so und wir haben klare Regeln in der Strafprozessordnung über die Frage, wann jemand inhaftiert werden darf, wann einem Richter zuzuführen ist und so weiter und so fort. Das ist alles klar geregelt und dafür müssen wir natürlich die organisatorischen Vorkehrungen treffen. Aber nochmal, dieser Punkt zu sagen, wir machen das nicht wie bei anderen Lagen, wie eben bei G8 in Heiligendamm, wo dann tatsächlich der Zugang zum Richter effektiv nicht gewährleistet war, sondern wir sorgen dafür, dass Richter dann auch schnell vor Ort sind, dass Anwälte dort Arbeitsmöglichkeiten haben. Wir gehen ja sozusagen aus dem Zentrum raus, wo ja alle Anwälte rundherum sonst ihre Kanzleien haben, sondern wir geben ihnen dort noch zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. Wir schaffen da also wirklich möglichst gute Voraussetzungen, damit rechtsstaatliche Verfahren zügig und gut stattfinden können. Das ist das, worauf Grüne Wert legen mussten. Und wenn ich da nicht gesagt hätte, das brauchen wir alles, dann würde es das nicht geben. Dann würde die Polizei das ganz anders organisieren. Und das war genau an dieser Stelle der praktische grüne Beitrag zu sagen, wir hoffen natürlich alle, dass wir es nicht brauchen. Aber wenn wir es brauchen, wenn da Straftaten begangen werden, muss schnell entschieden werden, ob da auch eine Inhaftierung entsprechend rechtlich geboten ist oder nicht. Hat da grüne Politik eine Balance verloren oder sagen Sie, nee, das ist, da gehe ich mit? Nein, selbstverständlich gehe ich da mit, zu sagen, man muss Anwälten eine Arbeitsmöglichkeit schaffen und es muss die Möglichkeit geben, dass innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens ein Richter gesehen wird, der eine Entscheidung über Fortdauer der Haft oder Gewahrsamnahme trifft oder nicht. Man könnte bei der Gelegenheit mal grundsätzlich darüber sprechen, wie sinnvoll es eigentlich ist, eine Stadt umzuwandeln, also als Disneyland-Kulisse, in eine Disneyland-Kulisse zu verwandeln für 2 oder 3 Tage. Ich finde das in steigendem Maße verlogen. Also und auch, wenn wir von der Verteidigung des öffentlichen Raumes reden, eine Zumutung für die Bevölkerung. Ich weiß, dass Sie es nicht in der Hand hatten, das zu verhindern. G20 in Hamburg. Aber ich fand es schon... Irgendwo muss G20 oder sollte ja G20 aber dennoch auch stattfinden. Irgendwelche öffentlichen Räume... Ich bin nicht der Meinung. Ich bin nicht der Meinung. Ich fand diese, auch Disneyland, diese etwas albernen Bilder da aus den Alpen, Elmenau? Schloss Elmau? Ja, Elmau. Wo also irgendwie Frau Merkel und Herr Obama vor alkoholfreiem Bier saßen. Gut, okay. Das spiegelt ja ganz gut wider, wie legitimerweise, nachvollziehbarerweise, wie schwer zugänglich Spitzenpolitiker wegen einer Bedrohungslage dann auch sind. Selbstverständlich, wenn es denn in Hamburg stattfindet, müssen die Teilnehmer geschützt werden. Es wäre grauenvoll, wenn in Deutschland oder irgendwo sonst das dann nicht verhindert werden könnte. Aber ich finde wirklich, so wie sich zwangsläufig wegen Bedrohungen die Sicherheitslage für Politikerinnen und Politiker verschärft hat, muss man aufhören, da so zu tun, als sei alles wie immer und in einer Millionenstadt einen solchen Gipfel abhalten, was sowohl Geld kostet, als auch die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einschränkt. Dann lasst uns doch ehrlich genug sein zu sagen, nee, wir können das nicht mehr im freien öffentlichen Raum organisieren. Heiligendamm, Elmau oder Helgoland, was nicht schön wäre für die Bevölkerung von Helgoland, aber vielleicht könnte man sie kompensieren. Ist hier jemand aus Helgoland? Ich möchte an dieser Stelle danke, weil ich merke, dass doch auch das Raunen, das Kommentieren im Publikum stärker wird, Sie einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen zum Thema Austarierung, Sicherung des öffentlichen Raumes, Verteidigung von Freiheit durch Sicherheitsmaßnahmen. Gibt es jemanden, der sich einzubringen hat, ja. Oder wenn Sie versuchen, ganz laut zu sprechen, da kommt schon ein Mikro. Okay, ja, na klar. Danke, ja. Guten Morgen, mein Name ist Ute Hempelmann. Zwei Beobachtungen aus meiner Blase und daraus resultieren dann die Fragen. Wenn ich mich umgucke, wer sozusagen aktiv ist, um gegen Rassismus vorzugehen aus meinem Bekanntenkreis, dann denke ich an 3 Leute, die mit extremen Leuten zu tun haben,
Die sind alle Mitte 20 und haben ungefähr Halbjahresverträge. Und die Sozialpädagogen, die ich kenne, die vielleicht nicht ganz so extrem sind, sondern Präventivarbeit machen, haben eine ähnliche Arbeitssituation. Die Frage ist, es ist jetzt nicht ganz fair, weil das nicht in ihr Ressort fällt oder so, ob das nicht ein Punkt auch ist, wo man viel stärker darauf achten muss, weil wenn Jugendliche, sage ich mal, den Faden verloren haben und die haben im Elternhaus keinen Rückhalt, dann kann es ja nur durch die Gesellschaft passieren. Meine These ist, da fehlen komplett die Strukturen und da guckt keiner drauf. Der zweite Punkt ist, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Amtsleiterin, die hat ein großes Problem mit Reichsbürgern. Dann habe ich sie gefragt, was machen Sie denn? Dann hat die gesagt, ja, ich werde den Laden jetzt zumachen und dann gibt es halt nur noch Telefontermine. Dann habe ich gefragt, ob sie findet, dass das eine gute Idee ist. Also die Frage ist ja, wenn ich in der Demokratie aufwachse und alles als selbstverständlich, Sicherheit als selbstverständlich erachte, muss ja irgendwann die Gesellschaft auch aufwachen und sagen, hey, das ist jetzt bedroht, wie verhalten wir uns und vor allen Dingen auch, wo kriegen wir jetzt eine Unterstützung? Und da wäre meine Frage tatsächlich auch ganz stark die Frage, wie kriegt denn so jemand Unterstützung? Die Frau war komplett hilflos. Und das sagen Sie ein bisschen, weil ich möchte mir es vorstellen, ja. Was heißt Probleme mit Reichsbürgern? Da ist eine Sachbearbeiterin massiv unter Druck gesetzt worden, ist natürlich im Internet gepostet worden im Sinne von Hate Speech, also lass uns die Frau um die Ecke bringen. Dann haben die versucht, polizeilich einen Rückhalt zu bekommen, haben alle gesagt, ja, da ist ja noch nichts passiert. Das ist meine Erfahrung mit anderen Fällen. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber dass gerade über Hate Speech Geschichten die Leute überhaupt keine Rückendeckung bekommen, sondern gesagt wird, da ist ja noch nichts passiert. Wir haben aber gleichzeitig im Rechtlichen natürlich auch den Punkt, dass gesagt wird, ja, aber bevor einer ins Terrorcamp geht, den können wir präventiv sozusagen festnageln. Also er bricht auch Recht auseinander aus meiner Sicht. Also die Frage mit den befristeten Verträgen ist natürlich, hängt ja immer vom Zuwendungsgeber ab, und soweit kann ich es nur fachlich beantworten. Also wir wissen aus der Präventionsarbeit, wenn wir versuchen, wirklich Resozialisierung gangbar zu machen, dass Kontinuität in der Betreuung das A und O ist. Also diese Leute haben typischerweise wenig vertrauensvolle Beziehungen in ihrer Entwicklung gehabt, und wenn es irgendwie gelingen soll, dann darf es nicht zu viel Beziehungsabbrüche geben. Deswegen kann ich aus der fachlichen Perspektive sagen, wenn ihr da Leute habt, die in Beziehung sind mit diesen Leuten, dann stellt nicht nur im Sinne der Mitarbeiter, die sich engagieren, sondern auch im Sinne derer, mit denen sie sich beschäftigen, sicher, dass diese Kontinuität gehalten werden kann. Das Thema Reichsbürger, da würde ich Ihnen total recht geben. Also da müssen wir sehr aufpassen. Erstens, weil wir tatsächlich da eine Radikalisierung haben, die ja dann auch sehr schnell in Gewalt umschlagen kann. Und zweitens, weil hier auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in städtischen Ämtern, in Sozialbehörden, aber auch in Justizdienststellen massiv unter Druck gesetzt werden. Das sind ziemlich üble Maschen zum Teil, wo sie dann wirklich auf die verschiedensten Wege verunsichert werden sollen. Wir haben deswegen in Hamburg Fortbildung für unsere Justizmitarbeiter angeboten, sowohl für Richter auf der einen Seite und dann getrennt davon für Geschäftsstellenpersonal auf der anderen Seite, die ja quasi an der Front sind, um ihnen zu sagen, wie reagiert man? Wie reagiert man? Worauf soll man sich gar nicht erst einlassen, um nicht auf ihre Masche reinzufallen und dann irgendwie in Widersprüche sich zu verstricken? Wie reagiert man? Da gibt es eine ganz klare Rückendeckung, die ganz klare Ansage, wenn das bei Ihnen aufschlägt, bitte geben Sie das weiter an Ihre Vorgesetzten. Wir unterstützen Sie dabei. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Dazu gehört natürlich auch das, dass Strafverfolgung schnell einsetzt. Nicht mit drakonischen Strafen, aber deutlich macht, hier, da reagieren wir drauf. Ich fand jetzt ganz lustig, wir hatten jetzt gerade kürzlich, gab es einen Fall, da hat eine Frau versucht, am Hamburger Flughafen auszureisen mit einem selbstgepastelten Reisepass. Wurde auch gleich bestraft, kann man sagen lächerlich, aber dass man einfach sagt, wir nehmen uns als Staat ernst, und wenn du uns so veralberst und bestimmte Dinge halt einfach Straftatbestände erfüllen, war in dem Fall so liebevoll gefälscht, dieser Pass, dass das dann der Fall war, dann wirst du halt bestraft. Ich finde, das ist einfach der Punkt, dass man, also wir haben ein bisschen lange bei den Reichsbürgern darüber gelacht, so, und haben den Punkt etwas spät erkannt, dass das eine sehr ernstzunehmende und für die Leute, die konkret betroffen sind, einfach eine ganz beschissene Situation ist. Und da muss man einfach konkret intervenieren. Und ich finde, mittlerweile klappt das ganz gut bei den Reichsbürgern. Also wir haben da auch unter den Justizministern Austausch. Also Bayern hat da ja noch einschlägigere Erfahrungen. Die sind auch noch ein bisschen länger bei diesen Fortbildungen dabei, muss man ganz klar sagen. Aber da muss man eindeutig reagieren, weil das tatsächlich so ein Klima des Rückzugs auch erzeugt bei allen anderen, das wir nicht zulassen dürfen. Frage
beantwortet, sehe ich am Nicken. Gibt es noch, abschließend muss ich leider sagen, weil wir schon wieder am Ende unseres Gespräches sind, aber ich sehe dort noch eine Wortmeldung, die wir gerne noch mit hineinnehmen. Felix Heidenreich, Stuttgart, vielleicht nur eine ganz kurze Anmerkung. Filterblase ist schon genannt worden als Stichwort. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob wir nicht auch in so einer bundesrepublikanischen Filterblase sind. Ich war letztes Jahr in Israel, ich bin oft in Paris. Ich habe so einen Eindruck, so eine, vielleicht ein Seitenblick auf einen internationalen Vergleich wäre vielleicht noch ganz sinnvoll. Was ist denn Ihre Prognose? Was passiert denn, wenn wir in Deutschland mal einen richtig großen Anschlag haben? Wird dann die strukturelle Defensive, die Frau Gauss beschrieben hat, für die Grünen noch viel dramatischer werden, was die Grundwerte angeht? Ich glaub, vielleicht können wir diese Frage an den Schluss stellen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also Israel ist nochmal eine Sondersituation. Das ist ja in der Tat ein Krisenherd, wenn Sie so wollen, ein Konfliktgebiet. Das ist aus meiner Sicht, und das meine ich durchaus analytisch, nicht emotional, ist etwas anderes als eine selbst wiederkehrende Gefahr durch einzelne terroristische Übergriffe, terroristische Angriffe. Ich weiß nicht, warum ich immer sage Übergriffe. Bitte, das ist wirklich Quatsch. Dies sowohl in Belgien als in Paris hat sich sicherlich was verändert im Hinblick auf Angst. Also Leute, auch in beiden Städten habe ich mit Leuten geredet und es beobachtet, dass Leute automatisch bei einer größeren Menschenansammlung gucken, vorsichtiger werden, wenn sie irgendwie Ambulanzen sehen, die irgendwo hinfahren, denken, ach Gott, schon wieder. Aber das ist, glaube ich, auch stärker eine Frage der Tradition und der politischen Verfasstheit. Ich bin nicht überrascht, dass London jetzt so demonstrativ stiff upper lip an den Tag gelegt hat. Das haben die immer gemacht und die haben ja relativ viel Erfahrung auch mit Terrorakten. Nicht erst jetzt durch den islamistischen Terror. Ich glaube, Breitscheidplatz war ja schon ein ziemlich großer Anschlag. Den sollte man ja auch nicht kleinreden. Gemessen daran, wo es passiert ist, zu welchem Zeitpunkt es passiert ist, wie sich eine Stimmung in der Gesellschaft verändert, wenn praktisch alle überall und immer das Gefühl haben, bedroht zu sein, kann ich nicht vorhersagen. Dafür bräuchte ich eine Kristallkugel. Aber dass es insgesamt in jeder Gesellschaft eine Form gibt, wie man mit latenten Bedrohungen oder auch akuten Bedrohungen umgeht, die so schnell nicht veränderbar ist. Das glaube ich dann schon. Und da sage ich jetzt mal was Positives. Da finde ich, hat die Zivilgesellschaft eine ganze Menge gelernt seit dem RAF-Terror der 70er Jahre. Und da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Danke, auch an Sie zu abschließend. Mhm. Ich bin es im Ergebnis auch. Also ich hatte gerade letztens eine ganz interessante Veranstaltung mit Matthias Lemke, der ist ein Wissenschaftler, ein deutscher Wissenschaftler, der in Frankreich arbeitet und habilitiert über das Thema Ausnahmezustand. Und der hat uns auf einer Veranstaltung der Europa-Union ein bisschen erzählt, tatsächlich Vergleich Deutschland-Frankreich, fand ich nochmal sehr spannend, nochmal auch so vor Augen geführt zu kriegen, also ich kenne es natürlich aus den Medien, aber auch so aus dieser Perspektive, was in Frankreich eigentlich alles immer noch ganz selbstverständlich ist, auch wenn die ersten Anschläge ja schon geraume Zeit her sind. Und insoweit kann man ja auch ganz empirisch das deutsche Beispiel daneben legen und sagen, ja, Frankreich ist nicht erfolgreicher mit seinem Ausnahmezustand. Also es ist ja nicht so, dass dadurch unterm Strich jetzt plötzlich dort gar keine Anschläge mehr wären und die wären jetzt alle in Deutschland. So ist es ja eben nicht. Und ich habe den Eindruck, dass neben dem die Zivilgesellschaft hat keine Lust, sich den Weihnachtsmarkt vermiesen zu lassen, gibt es auch eine Haltung bei den Sicherheitsbehörden, dass sie sagen, wir wollen uns gar nicht in die Schwierigkeiten bringen, eine Erwartung zu wecken, die wir am Ende nicht erfüllen können. Das ist ja die stehende Rede von allen Leuten, die auch jetzt den entsprechenden Organen vorstehen, dass sie sagen, absolute Sicherheit können wir nicht garantieren, weil wenn dann doch was passiert, dann würden ja da tatsächlich die Köpfe rollen für Dinge, die man wirklich nicht garantieren kann. Da habe ich den Eindruck, dass deswegen wir sind auf der Ebene Terrorabwehr, sind wir auch total vernünftig im Wesentlichen aufgestellt. Das ist eine ganz komische Vermischung an der Stelle tatsächlich mit dem Flüchtlingsthema, die jetzt aufgemacht wird. Und deswegen glaube ich, ist auch gar kein Anlass dazu zu sagen, wir müssten nach einem Terroranschlag ganz andere Maßnahmen ergreifen, als wir sie im Laufe der Jahre nach 9/11 ergriffen hatten. Da muss man sagen, seinerzeit war unsere Prävention im Hinblick auf möglichen islamistischen Terror, der auch damals ja kein ganz neues Thema war, schlecht.
ausdrücklich. Da hat sich Wesentliches verändert und deswegen bin ich nicht der Meinung, ich wüsste auch nicht, was man ganz praktisch oben drauflegen sollte, was dann noch wirken könnte. Deswegen habe ich den Eindruck, da werden wir nicht nur zu einer massiven Verschärfung kommen. Jedenfalls würde ich mir wünschen, dass die Grünen dann die Rolle einnehmen, zu sagen, wir würden das jedenfalls nicht unterstützen. Ein gutes Schlusswort unseres Gesprächs hier, eine Erzählung von der inneren Sicherheit in Zeiten neuer Bedrohung. Ich danke Ihnen, Bettina Gauss, Journalistin von der Taz, und Till Steffen, grüner Justizsenator von Hamburg. Danke Ihnen beiden für das Gespräch. Ja, und hier geht es jetzt sofort gleich weiter mit der spannenden Frage, wie erreichen wir die Demokratieverdrossenen, eine Erzählung, die alle ansprechen könnte. Danke Ihnen beiden und wir räumen hier nur ganz kurz, glaube ich, wird umgebaut und dann.